Wir stehen hier vor dem Landgericht in Neuruppin. Es ist der erste Prozesstag gegen Erna F., 74 Jahre alt. Die Frau wird angeklagt von der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder, ihren Sohn Mario, damals 8 Jahre alt, vor 41 Jahren in Schwedt in der Wohnung mit Gas vergiftet zu haben. Laut Anklage soll sie ihren Sohn, der damals schlief, aus dem Kinderzimmer in die Küche getragen haben, dort auf den Boden gelegt und den Gashahn aufgedreht haben. Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass der Junge nicht mehr bei Bewusstsein ist, soll sie ihn wieder in das Kinderbett gepackt haben. Dort ist er dann am Morgen leblos von ihr gefunden worden. Er war schon tot. Der Notarzt kam wenig später. Auf Befragen gab sie an, es muss wohl ein Unfall gewesen sein. Bei dieser Version mit dem Unfall bleibt sie auch bis heute. Thank you.